begrüße ihn zum Wirtschaftsmagazin Brennpunkt Wirtschaft. Und da reden wir heute über etwas, das eigentlich schon ein paar Jahre zurück ist. Wir wollen nämlich in Abendsitzen so ein bisschen thematisieren. Der Abendsitz, auch noch dazu mal, da hat man richtig gehend die zwischenmenschliche Beziehung gepflegt, hat miteinander gedorft und. Ist etwas ganz Spannendes gewesen. In verschiedensten Dörfern hat man das richtig gelebt. Und den Abendsitz wollen vier innovative Köpfe jetzt wieder uns annehmen. Und zwar, weil man da zum einen das Moderne braucht, die Technik und nicht zuletzt das Hightech miteinander so ein bisschen verbinden, aber die Tradition, die soll dann gleich nicht verloren gehen. Was da dabei ist uns angekommen, dieser Frage ist der Walter Bellwald nachgegangen. Follow the Swiss Touch journey to the U.S. Join us around the table. Mit dem Werbespot wird die Schweizer Botschaft Amerika für einen neuen Abositztisch, den vier ehemalige Studienkollegen entwickelt haben. Die Idee dazu hat der Köbi Julen eingebracht. Ihm ist wichtig, in Hängert in seiner ursprünglichen Form in die Neuzeit zu retten. Im Köbi Julen ist der Abositz noch sehr präsent. Ja, eigentlich sehr gut. Also, wir haben von unseren Eltern sehr viel mitbekommen, wie das früher war oder in diesen Wäldern, wenn die im Herbst da oben waren, die sind so Wilder für Wilder ist unter sich gewesen, oder? Und die Jungen sind einfach am Abend in einem Hisch oder am anderen zusammengekommen und haben getanzt und erzählt und Musik gemacht und ja, aber es jetzt gelebt. Das haben unsere Eltern viel erzählt und wir haben das also jetzt zum Beispiel in Finnland auch in jung und gelegt, das viel erleben. Bevor das man eigentlich einen Abositztisch entworfen hat, hat man noch andere Möglichkeiten gesucht, für einen Abositz neu zu gestalten. So hat man eine Box hergestellt, die ein Alpinist im Basecamp am Matterhorn ermöglicht hat, ihn oben kurzweiliger zu gestalten. Ja, die Geschichte hat eigentlich angefangen mit dem Jubiläum von der Matterhornbesteigung, 150 Jahre. Und wir konnten einen Film drehen und haben uns mit seiner Geschichte informiert, was früher abgegangen ist. Und da ist eigentlich die Idee entstanden, man könnte in dem Basecamp, was als Ersatz von der Horita ein Jahr hatte, ins Möbel darstellen, dass die Leute, die hier übernachten, sich ein bisschen informieren können, was im Dorf abgeht. Nachher ist dann die Idee vom Abositztisch entstanden. Die vier innovativen Köpfe, der Roger Huber, der Michael Koch, der Simon Hohl und der Lukas Julen, haben getüftelt, bis der Abositztisch in der jetzigen Form ist entstanden. Ja, es ist einfach die Weiterentwicklung. Auf einmal sind wir auf die Idee gekommen, man könnte in den Leuchtkörper auf den Tisch tun. Und nachher hat der andere eine Idee gehabt, ja, man könnte da eigentlich einen Computer drin tun und der Touchscreen. Und das ist alles so fortläufend. Einem, was einem nicht ist sicher, ist dem anderen sicher. Für den Obersitztisch wird in erster Linie Eschenholz verwendet. Die einzelnen Teile werden von der Maschine nach Maß angefertigt und zugefräst. Die Basis bleibt dabei der Holztisch, der mit der Deckenkonstruktion verschiedenste technische Möglichkeiten bietet. Wir haben das Touchscreen, was heute jetzt eben auf dem Markt ist, das haben sie einfach jetzt hier installiert und machen auf dem Tisch mit den Händen navigieren und das, was man will, erreichen. Man kann zum Beispiel eben Spiele wahrscheinlich gemacht, ins Mehlbrett oder ins Schach oder so. Und dann kann man auch vom Natel die ganzen Daten auf den Computer drauf tun. Das haben wir nachher auf dem Tisch. Die Idee ist einfach auch, dass man früher eine Leinwand schauen musste. Und jetzt kann man einfach Auge an Auge und miteinander diskutieren. Zum Beispiel, wenn man gegen Ski fahren. Man schaut am Abend die Bilder an, die man gemacht hat, den Tag durch, und kann nachher das zusammen genießen am Tisch.
auch genau, wie es früher im Obersitz war. Aber einfach mit den heutigen Möglichkeiten. Millimeter genau waren die einzelnen Teile vom Obersitztisch zurechtgeschnitten und hergestellt. Das System läuft über einen Computer, der manuell gesteuert wird. Das ganze Projekt ist aber noch in der Entstehungsphase. Momentan steht ein Tisch in Gstaad, St. Moritz und Zürich. Dazu sind zwei Tische aus Amerika. Damit will man dem Nutzer die verschiedensten Möglichkeiten vom Abositztisch aufzeigen. Gut 25'000 Franken kostet so ein Tisch. Die meisten Interessenten kommen aus der Tischschweiz, aber auch Einheimische sind in diesem Produkt interessiert. Die Gemeinde, die sich sehr interessiert, jetzt gerade Trommelbiner, ist wirklich Fan von diesem Tisch. Burgergemeinde, die uns auch eben das Holz zur Verfügung gestellt von der Horvita. Da ist schon ein grosses Interesse und natürlich der Materialismus Lugandane, der da eigentlich recht Wege aufgetan hat, jetzt die Jungen mit dem Familientag, den der Tisch eigentlich darstellen kann. Die Idee vom Obersitztisch geht weit über das Produkt aus und soll auch die junge Generation im digitalen Zeitalter wieder einen Tisch bringen. Ja, das ist eigentlich schon das Erbe, das wir eigentlich bekommen haben. Und wir haben das unseren Jungen weitergegeben. Und da ist eigentlich nachher die Idee entstanden, das wollten wir eigentlich auch. In Zusammenarbeit mit der Schweizer Botschaft zu Amerika haben die Initianten darum einen Werbespot produziert, der euch im Ausland möglichst viele potenzielle Kunden soll ansprechen. Let's call it the Swiss Touch. Traditionally, on cold winter nights, we Swiss would gather around a table, either in apartments, houses, or chalets, to discuss and to connect. Much like our country, the table brings together people from various walks of life and cultures to exchange ideas, converse, and entertain. Follow the Swiss Touch journey to the U.S. Join us around the table. Wiederbelebung vom Obersitz, wiedergegeben vom Walter Bellwald. Das war vom Wirtschaftsmagazin Brennpunkt Wirtschaft. Flott hat er eingeschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.